Also, als erstes mal, man kann sich sehr gut kreativ entfalten. Klar, die verschiedenen Techniken, die begeistern mich total. Ich habe sehr nette Kollegen. Ja, das ganze Gesamtpaket stimmt halt einfach. Das ist halt das A und O, ne? dass der Kunde mit einem Lächeln den Laden verlässt, weil dann weißt du, dass du alles richtig gemacht hast. Das ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz für Ostsachsen und Südbrandenburg täglich ab 18 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am Montag, dem 15. Februar. Schön, dass Sie zum Wochenstart wieder eingeschaltet haben. Wir beginnen unsere Sendung wie gewohnt mit Nachrichten aus der Region. Seit heute gibt es sachsenweit den Abholservice Click and Collect. So können Waren vorab online oder telefonisch bestellt und im Anschluss beim jeweiligen Händler entgegengenommen werden. Dabei gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Die Stadt Bautzen geht noch einen Schritt weiter und setzt nun ein Zeichen für den von Corona gebeutelten Mittelstand. Der Innenstadtverein Bautzen hat in Kooperation mit der Stadt Bautzen und der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft eine gemeinsame Kampagne namens Kauft regional ins Leben gerufen. Dafür wurden vergangenen Freitag die Banner auf der Friedensbrücke aufgehangen. Neben dem Aufruf Kauft regional, der das Ziel hat, regionale Händler zu unterstützen, wird auch auf das Angebot von Click and Collect hingewiesen, welches ab sofort in Sachsen gilt. Der Innenstadtverein möchte mit dieser Aktion viele Menschen erreichen und hofft damit, den lokalen Handel anzukurbeln. Der Tochnibrunnen im Oberlichtenauer Bibelland ist fertig. Die Zisterne entstand nach dem Vorbild einer Anlage im zypriotischen Dorf Tochni. Hinter der Brunnenanlage versteckt sich ein Flüsterbogen nach dem Vorbild aus Jerusalem, ein Mini-Theater mit drei Rängen. Das ganze Ensemble soll laut Susanne Förster vom Christlichen Verein Oberlichtenau bei der Vermittlung komplexer Bildungsinhalte helfen. Dabei geht es um die Problematik der Wasserknappheit und des Wassermanagements im Zeitalter der Klimaveränderung, aber auch Kenntnisse über Akustik, Physik der Schallwellen und Entstehung des Theaters sollen vermittelt werden. Ausgangspunkt des Baus war die Sanierung der maroden Stützmauer unterhalb des Vereinsgrundstücks. Die Nutzer der Anschlüsse nach dem Breitbandausbau im Landkreis Bautzen haben die freie Wahl des Telekommunikationsanbieters. Darauf weist jetzt das Landratsamt hin.
Mit der Herstellung der Hausanschlüsse und der erforderlichen Dokumentation kann mittlerweile für immer mehr Adressen im Landkreis der Ausbau als abgeschlossen betrachtet werden. In diesem Zusammenhang sind nun Unternehmen bemüht, Kunden zu gewinnen. Nähere Informationen dazu sind in den FAQ unter breitband-bautzen.de zu finden. Heute startet die Publikumsabstimmung zum Verein des Jahres 2020. Mit dem Preis zeichnet die Ostsächsische Sparkasse Dresden seit knapp 20 Jahren Vereine aus, die sich für den kulturellen, sportlichen und sozialen Austausch einsetzen. Für den Gewinner stehen 3.000 Euro zur Verfügung. Mit dem Preis soll das Ehrenamt gestärkt und die Personen hinter den Vereinen sichtbar gemacht werden. Die Abstimmung und weitere Informationen finden Sie unter vereindesjahres.de. Der Zoo Hoyerswerda verteilt ab sofort an jeden Spender eine Samentüte, die mit einer speziellen Zoosamenmischung gefüllt ist. Diese wurde nach den Bedürfnissen von Wildbienen und heimischen Insektenarten vom Leiter des Zoos, Eugen Breuns, zusammengestellt. Die Aktion soll zum Artenschutz in der Region beitragen. Gleichzeitig hofft der Zoo auf weitere Spenden, um die schwierigen Monate der pandemiebedingten Schließung zu überstehen. Weitere Informationen zur Unterstützung des Zoos finden Sie auf der Website unter kulturzoo-hoyerswerda.de. Heimat lebt von ihren kleinen Geschichten und den Menschen dahinter. Kennen Sie jemanden mit einem besonderen Hobby, einem großen Herz für andere oder großem Engagement für eine Sache? Dann schreiben Sie uns an info@lausitzwelle.de. Wir stellen diese Menschen gern einmal vor. Bei einem Sturm stürzte im Januar 2019 ein Teil des Gebäudekomplexes der früheren Zentrumgaragen in Bautzen ein. Das Haus in der Nähe der Stadthalle Krone und des Ärztehauses stand zuvor bereits seit Jahrzehnten leer. Ursprünglich wollte Eigentümer Roland Zetsch den gesamten unteren Teil des Gebäudes und den alten Torbogen retten. Im Zuge der Arbeiten stellte sich jedoch heraus, dass dies aus statischen Gründen nicht möglich war. Nun gibt es neue Pläne für das Areal. Der Investor auf dem Areal der früheren Zentrumgaragen und des Lausitzer Druckhauses an der Bautzener Töpferstraße hat jetzt seine Pläne öffentlich gemacht. Demnach soll hier unter der Bezeichnung Lisa ein Wohnquartier mit barrierefreien Wohnungen, Tagespflege, ambulanten Pflegediensten und Gewerbe entstehen. Insgesamt sind 88 Wohneinheiten in zwei separaten Gebäuden geplant. Bis Ende 2022 soll die Anlage dann bezugsfertig sein. Die früheren Zentrumgaragen waren im Januar 2019 überraschend eingestürzt. Daraufhin wurden die Reste beräumt, wobei der markante Torbogen stehen blieb. Etwas später wurde auch das Areal des benachbarten, 2017 in Insolvenz gegangenen Lausitzer Druckhauses einbezogen und dessen frühere Betriebsstätte abgerissen. Die Stadt Elstra möchte wissen, ob die im November zu Testzwecken errichtete provisorische Bushaltestelle an der Bahnhofstraße erhalten bleiben soll. Dafür ruft sie die Einwohner zur Rückmeldung auf. Laut Marion Richter vom Hauptamt soll die Außenstelle vor allem zur besseren Anbindung des nahegelegenen Seniorenheims an den Nahverkehr dienen. Die Elstra können jetzt bis zum 22. Februar ihre Meinung kundtun. Möglich ist dies unter der Telefonnummer 035 793 8120 oder per E-Mail unter stadtelstra@t-online.de. Die Stadtbibliothek Bischofswerda lädt im Februar wieder zu ihrer Veranstaltungsreihe Geschichten für Kids ein. Dieses Mal liest der ehrenamtliche Vorlesepate Jürgen Knospe online aus Büchern von Janosch vor. Am Dienstag, dem 16. Februar, wird der Link zum ersten YouTube-Video auf der Homepage der Stadtbibliothek online gestellt und ist dann für alle Interessierten abrufbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bischofswerda.de/kultur-freizeit-und-tourismus. Das Amt Schranenland hat eine neue Amtsdirektorin. In einer öffentlichen Sitzung fand in der Finkenberghalle in Hirschfeld fand die Wahl des neuen Amtsdirektors für das Amt Schranenland statt.
Zur Wahl angetreten waren Herr Matthias Pohl aus Lauchhammer, Herr Andreas Frank aus Elsterwerda und Kathleen Wilken aus Frauenhain. Sie setzte sich am Ende bei der Wahl einstimmig gegen ihre Kontrahenten durch. Viel ändert sich nicht für sie. Seit ihr Vorgänger vor über einem Jahr abgewählt wurde, leitete sie die Amtsgeschäfte bereits kommissarisch. Ihre 8-jährige Amtszeit als offizielle Verwaltungschefin beginnt jetzt am 1. Juni 2021. Und nun die aktuellen Corona-Zahlen. Im Landkreis Bautzen sind derzeit 299 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Es gab hier 12 Neuinfektionen. Außerdem gelten seit gestern 59 weitere Patienten als genesen. Es gab 10 Todesfälle. Der Landkreis Görlitz hat eine Neuinfektion gemeldet. Die Zahl der aktuell Erkrankten liegt hier bei 350. Der Landkreis meldet keine genesenen Personen mehr. Es wurden 3 Todesfälle gemeldet. Im Spree-Neiße-Kreis sind momentan 1671 Personen an Corona erkrankt. Seit gestern sind 10 weitere positiv getestet worden. Es wurden erneut keine genesenen Personen gemeldet. Ebenso gab es 0 Todesfallmeldungen. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat heute 16 Neuinfektionen gemeldet. Hier sind aktuell 331 Personen am Virus erkrankt. 53 Personen sind genesen. 3 Menschen sind verstorben. Und im Landkreis Elbe-Elster sind derzeit 263 Menschen am Coronavirus erkrankt. Es gab in diesem Landkreis 19 Neuinfektionen. Seit gestern sind 4 weitere Personen genesen. Hier gab es 1 Todesfall. Das Land Tschechien wurde jetzt als Corona-Risikogebiet eingestuft. Dies hat zur Folge, dass sich Ein- bzw. Rückreisende die Verpflichtung haben, sich unverzüglich nach Einreise in eine 10-tägige Quarantäne zu begeben. Außerdem müssen sich Einreisende vor ihrer Ankunft in Deutschland auf www.einreiseanmeldung.de anmelden und den Nachweis über die Anmeldung bei Einreise mit sich führen. Nach frühestens 5 Tagen der Quarantäne können sich die Einreisenden auf SARS-CoV-2 testen lassen, um die Quarantänepflicht durch ein negatives Testergebnis zu beenden. Nur bestimmte Personengruppen sind von dieser Regelung nicht betroffen. Außerdem gilt ein Beförderungsverbot im grenzüberschreitenden Eisenbahn-, Bus-, Schiffs- und Flugverkehr für Personen aus Tschechien nach Deutschland. Die Verbandsgemeinde Liebenwerda, ein Zusammenschluss der Städte Übigau-Warenbrück, Mühlberg, Falkenberg und Bad Liebenwerda, geht in das 2. Jahr ihres Bestehens. Wir haben bei Bürgermeister Herold Quick in Falkenberg nachgefragt, welche Pläne die Verbandsgemeinde in diesem Jahr hat und wie der Stand in Sachen gemeinsames Rathaus ist. Sie geht in ihr 2. Jahr, die Verbandsgemeinde Liebenwerda. Bürgermeister Herold Quick gab uns Auskunft, was in diesem Jahr auf die Einwohner der Verbandsgemeinde zukommt. Also eingelaufen ist das Jahr, denke ich mal, recht gut. Allerdings steckt uns natürlich die Corona-Pandemie nach wie vor im Nacken, wie in anderen Bereichen natürlich auch. Und wir sind natürlich jetzt dabei, das Jahr 21 bzw. auch das 22er Jahr vorzubereiten, was die finanziellen Mittel anbelangt. Und da wird es demnächst in der Verbandsgemeindeversammlung eine Vorstellung geben des Haushaltes. Also der Kämmerer Gerd Engelmann wird da den Haushalt vorstellen und präsentieren. Und dann muss entschieden werden, was in diesem Jahr, in der Jahr 2021 bzw. 2022 auch realisiert werden kann. Die Bedarfe sind natürlich groß. Und hier muss man natürlich zunächst sagen, dass die Verbandsgemeinde Aufgaben, pflichtige Aufgaben zu erfüllen hat. Das ist zum Beispiel der Brandschutz, das ist Kita und Schule, das ist die Flächennutzungsplanung und die Schiedsstellen. Alles andere sind ja Aufgaben der Ortsgemeinden. Das spiegelt sich dann in den Haushalten der Städte wieder. Einigen Wirbel gibt es noch immer um das geplante gemeinsame Rathaus. Wird es nun das ehemalige AOK-Gebäude in Bad Liebenwerda oder wird es das nicht? Beim Rathaus muss man ja Rathäuser sagen, denn da ist der Fahrplan ja vorgezeichnet. Wir haben bereits, bevor die Fusion stattgefunden hat, uns festgelegt, wo die Standorte sind. Das ist zum einen der Hauptsitz Bad Liebenwerda mit Verbandsgemeinde, Bürgermeister, Finanzen und Hauptamt. Und hier in Falkenberg soll das Bauamt bzw. auch das Ordnungsamt sesshaft werden. Momentan ist es so, dass wir noch nicht optimale Bedingungen für die Kolleginnen und Kollegen haben. Und daran arbeiten wir. In Falkenberg ist es so, dass die Planungen jetzt abgeschlossen sind. Wir haben sogar schon eine Baugenehmigung, sodass ich davon ausgehe, dass der Anbau bzw. Ausbau der ehemaligen Oberschule noch im Frühjahr beginnen kann. Hier werden ca. 1,3 Millionen investiert. Noch nicht ganz klar ist das von Ihnen angesprochene AOK-Gebäude in Bad Liebenwerda, was hier genau für diese Zwecke auch erworben worden ist.
Hier hatten wir zunächst Kostenschätzungen von ca. 1,5 Millionen Euro. Das konnten wir bei Weitem nicht halten. Da sind regelrecht die Kosten explodiert. Und hier sind wir jetzt in einer Phase, wo wir neu sortieren müssen. Eine Alternative wäre zum Beispiel, das Rathaus in Bad Liebenwerda in Gänze auszubauen und zu sanieren. Das heißt also bis unterm Dachgeschoss, da würden ca. 36 Arbeitsplätze entstehen. Das Problem hier, da fehlen 8. Wir würden also nicht alle Kollegen unterbekommen. Des Weiteren ist es natürlich auch so, dass im Bad Liebenwerda das Rathaus auch natürlich für die Stadt, für die Ortsgemeinde da sein sollte, mit Sitz ehrenamtlicher Bürgermeister, Sekretärin. Da müssen wir gucken, wo die Reise hingeht und wie sich die Abgeordneten letztendlich positionieren. Denn hier gilt es, dass noch mit den Abgeordneten darüber geredet werden muss, was nun gemacht wird oder nicht gemacht wird. Wie steht es um die Unterstützung der Wirtschaftsbetriebe in der Verbandsgemeinde? Nun ist es so, dass ich gerade im Liebenwerda-Bereich und auch hier in Falkenberg mir vorgenommen hatte, mit den jeweiligen Bürgermeistern Betriebe zu besuchen. Das hat voriges Jahr stattgefunden, leider durch Corona natürlich nicht in dem Ausmaß, wie wir uns das gerne vorgestellt hätten. Die Gespräche sollen dazu dienen, dass wir erstmal uns vorstellen, damit auch die Wirtschaft weiß, mit wem sie es in der Verwaltung zu tun hat. Und bei solchen Gesprächen kommt natürlich dann auch zum Ausdruck, was drückt den Unternehmen unter den Nägeln, beziehungsweise wo drückt der Schuh, was können wir als Verwaltung tun, um die Unternehmen zu unterstützen. Das fängt bei der kleinsten Straßenreparatur an, wo man sich natürlich beschwert und sagt, pass mal auf, Bürgermeister, von meinem Tor, die Straße, die wolltet ihr eigentlich oder wolltet die Stadt schon vor Jahren reparieren, was ist damit? Ja, bis hin zu Kooperationen, die eventuell noch geschlossen werden können oder als Vermittler, wo wir als Vermittler auftreten, das ist alles möglich. Was kann man zu den kulturellen Höhepunkten 2021 in der Verbandsgemeinde sagen? Ja, auch bei den kulturellen Veranstaltungen ist es so, dass es ja Aufgabe der Stadt ist. Also der Ortsgemeinden, wir als Verbandsgemeinde stellen natürlich das Personal und wollen da auch gerne unterstützen. Da ist zum Beispiel auch ganz stark der Tourismus angesiedelt, ne? Insbesondere auch in der Kurstadt Bad Liebenwerda, wo wir die Touristinfo haben, die da sehr aktiv arbeitet. Wir haben hier in Falkenberg den Kiebitz, wir haben in Mühlberg das Kloster und wir haben in Übiger Warenbrück die Luise. Das sind so eine Schwerpunkte, wo wir auf touristische Sicht dort sehr aufmerksam das betrachten bzw. unterstützen wollen. Wichtig dabei ist natürlich, dass in den jeweiligen Städten und in den Ortsgemeinden natürlich auch die Feste wieder stattfinden. Da hat auch jede Stadt sein eigenes Fest, Stadtfeste bzw. das Strandfest hier am Kiebitz. All das konnte ja im vergangenen Jahr nicht stattfinden und da hoffen wir natürlich, dass das in diesem Jahr wieder gelockert wird und dass wir diese Feste auch durchführen können, damit wir auch das gesellschaftliche Leben in den Städten wieder mit voranbringen können. Vielerorts ist es ja so, dass wir Vereine haben, die sich damit drum kümmern, ja, und die Vereine können das natürlich nicht immer in ehrenamtlicher Arbeit tun, sondern da muss natürlich auch Verwaltung dahinter stehen und das machen wir gerne, wenn wir dann gefordert sind und gefragt sind, dann machen wir das. Und da gibt es ja auch im Fusionsvertrag genau festgelegte Dinge, was da zu leisten ist von der Verbandsgemeinde und nicht. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Mit Fototapeten gelingt die perfekte Illusion an der Wand. Paradiesische Strand, moderne Designtapeten, ein Highlight für jedes Zimmer. Die passende Wohnung zur Tapete gibt es garantiert bei der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Zum Rosenmontag wird die Corona-Tristesse besonders deutlich. Wo sonst hunderte Narren und Jecken toben, sind in diesem Jahr nur leergefegte Gassen zu finden. Wir haben für Sie deshalb die schönsten Rosenmontagsumzüge der vergangenen Jahre zusammengestellt.
Tausende Menschen, ausgelassene Stimmung und ein einfallsreicher und vor allem bunter Festumzug. Genau das haben die Karnevalisten in der Faschingshochburg Wittichenau in diesem Jahr vermisst. Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass alle Großveranstaltungen der Faschingssaison abgesagt werden mussten. Da die kleine ostsächsische Gemeinde aber mit ganzem Herzen am Karneval hängt, entschloss man sich für eine besondere Aktion, die wenigstens ein bisschen Stimmung in die Stadt bringen sollte. Alle Einwohner wurden aufgerufen, ihre Häuser zu schmücken und Girlanden zu spannen. So kamen über 40 Kilometer lange Wimpelketten aus verschiedenen Materialien zusammen. Teilweise sogar über die Ortsgrenzen hinaus wurden diese von Grundstück zu Grundstück gespannt. Der ein oder andere Jeck konnte jedoch auch in diesem Jahr nicht gänzlich auf die Faschingsfeier verzichten. Immer wieder entdeckte man verkleidete Narren auf den Straßen, die mit bester Laune versuchten, wenigstens ein kleines bisschen Fasching zu feiern. Und auch wir wollen in Erinnerung schwelgen und zeigen ein paar Ausschnitte von dem Rosenmontagsumzug des vergangenen Jahres. Die neuesten Meldungen aus dem Polizeibericht haben wir nun kurz und kompakt für Sie zusammengefasst. Beginnen möchten wir heute mit der Spritztour eines Minderjährigen. Am Samstagvormittag fiel der Polizei in Kuhnewalde der Fahrer eines Kleinkraftrades auf, welcher mit seinem Fahrzeug eine Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Daraufhin wurde er einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen für das Jahr 2004 ausgegeben war und somit kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand. Zusätzlich war der 14-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Ein 49-jähriger Fahrer eines Ford Mondeo war am Samstagabend auf der B97 von Hoyerswerda kommend in Fahrtrichtung Schwarze Pumpe unterwegs. Kurz vor dem Abzweig Burg querte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 4.000 Euro beziffert. Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte in Forst einen 27-jährigen Pkw-Fahrer. Der Vortest ergab den Verdacht des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobe durchgeführt. Neben der mit einem hohen Bußgeld bedrohten Ordnungswidrigkeit erwartet den Mann noch ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.
Ebenfalls in Forst wurde am frühen Samstagmorgen ein 25-jähriger Pkw-Fahrer angehalten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe veranlasst. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Am Samstagvormittag war die Feuerwehr im Bereich Salgast im Dauereinsatz. So wurde gegen 10.45 Uhr ein Brand in Henriette gemeldet. Hier brannte eine Mülltonne, wobei das Feuer bereits auf einen angrenzenden leerstehenden Schuppen übergriff. Eine weitere Ausbreitung konnte durch die Freiwillige Feuerwehr verhindert werden. Gegen 12.30 Uhr war es dann ein defekter Heizlüfter, der den Einsatz der Feuerwehr auslöste. Vor Ort angekommen war der Brand durch die Eigentümerin bereits abgelöscht. Ein Ausbreiten und somit größerer Schaden konnte demnach verhindert werden. Nun folgen die Wetteraussichten der kommenden Tage. Zuvor blicken wir jedoch in die Geschichte zurück. In unserem Kalenderblatt sehen Sie jetzt ein Ereignis aus der Lausitz. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Der Wittichenauer Karneval kann auf mehr als 300 Jahre Geschichte verweisen. Die Ursprünge sind auf das Winteraustreiben, erstmals erwähnt 1704, zurückzuführen. Verhüllte Kinder zogen damals einen Schneemann auf dem Schlitten aus dem Ort heraus. 1881 bekam der Fasching einen Aufschwung. Der katholische Gesellenverein belebte das Fest und 1898 wurde ein Maskenumzug durch die Stadt organisiert. Seit 1929 gab es ein Faschingskomitee mit Elverrat, der allerdings zur NS-Zeit verboten wurde. Mit Gründung der DDR lebte auch der Karneval in der Kleinstadt wieder auf. Ob immer gern gesehen, darf man bezweifeln. 1990 gründete sich der Wittichenauer Karnevalsverein. Etliche Veranstaltungen wie die Kappenabende kamen dazu. Unbestrittener Höhepunkt ist und bleibt aber wohl der große Umzug am Rosenmontag. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Während in den Vormittagsstunden noch allerorts reichlich die Sonne zu sehen war, zogen im Laufe des Tages vermehrt Wolken auf. Die Tageshöchstwerte erreichten maximal 0 Grad. Zum Abend und in der Nacht wird in der gesamten Lausitz Schneefall erwartet. Dabei weht ein teils kräftiger Wind aus südlicher Richtung und die Werte sinken auf minus 19 Grad. Nach der kühlen Nacht sagen die Meteorologen für morgen erstmals wieder Plusgrade voraus. Auch wenn die Wolkendecke geschlossen bleibt, werden bis zu 4 Grad über Null erwartet. In der Nacht soll es dann leichte Regenschauer geben. Im Bergland gehen die Temperaturen auf minus 5 Grad zurück, im Flachland auf minus 3 Grad. Auch an den Folgetagen steigt das Quecksilber weiter. Am Mittwoch ist ab und zu die Sonne zu sehen, die Werte liegen zwischen 2 und 6 Grad. Dazu gibt es einen lebhaften Wind aus dem Westen. Mit viel Sonne soll es ab dem Donnerstag wieder richtig freundlich werden. Bei maximal 6 Grad und teils klarem Himmel ist reichlich Sonnenschein zu erwarten. In der Nacht zum Freitag gehen die Temperaturen dann auf 1 Grad zurück. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Montag. Das gesamte Team wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Alle Meldungen gibt es zum Nachlesen auf unserer Homepage lausitzwelle.de. Wir sind dann morgen wieder zur gewohnten Zeit für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut!